Das bedeutet, dass wir bei bestimmten Dingen schon gar nicht mehr gefragt werden. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sind froh im Deutschen Bundestag, dass dem so ist. Wir als Freie Demokraten finden das sehr bedenklich. Und ich glaube, dass wir da eine andere Rolle spielen müssen. Aber ich bin bei Herrn von Krause ein wenig optimistischer. Aber ich glaube auch, dass der Weg zu einer wirklichen integrierten Armee der europäische Armee, noch ein sehr, sehr langer ist und wir erstmal unsere nationalen Aufgaben machen müssen, bevor wir überhaupt dieses Gedankenspiel vertiefen. Die deutsche Gesellschaft ist historisch geprägt seit der Gründung der Bundeswehr nicht gewaltaffin, sondern das Gegenteil, ist gegen militärische Gewalt. Das haben wir lange durchhalten können in der Zeit des Kalten Krieges, indem wir uns aus allem weitestgehend herausgehalten haben. Und nach 1990 wurde Deutschland zunehmend gefordert, sich international auch militärisch zu engagieren. Die Regierungen in allen Couleurs haben dem mehr oder weniger versucht, Folge zu leisten. Und jetzt kommt der Knackepunkt. Sie haben es versäumt, die Gesellschaft dabei mitzunehmen. Und was wir brauchen, ist, dass wir uns ehrlich machen, dass wir ansprechen, wofür das Militär? Sicherlich nicht primär, um Infektionsverfolgung zu machen, sicherlich nicht primär, um Sandsäcke zu schleppen, sondern Militär ist ein Instrument zur Gewaltausübung. Ob wir das Material haben und ob wir am langen Ende auch bereit sind, es einzusetzen. Die Diskussion, die wir führen, wird ja auf der ganzen Welt verfolgt. Und wenn man sich darüber im Klaren macht, ach, die Deutschen sind da, die sind okay, aber die machen das sowieso nicht. Also wir werden nicht mehr ernst genommen, wenn wir eben nicht auch bereit sind, Waffen einzusetzen. Und ich bin zutiefst überzeugt, jetzt bin ich ein Kind, ich bin Ende der 50er Jahre geboren, NATO-Doppelbeschluss, dass wir nur aus der Stärke heraus und aus der Situation heraus, dass wir auch am langen Ende diese Stärke einsetzen würden.